Heute zeige ich euch, wie man klassisch schwarze Latex Basics gut tint. Mit wenig Accessoires. Ich zeige euch heute mal, wie man unsere Masken richtig aufsetzt. Es sind super kleine Tricks und Kniffe, die ich euch heute verrate. Ja, und dazu brauche ich natürlich schwarzes Latex. Wisst ihr echt? Tada! Einmal schwarz. I think transparent. Ich denke, transparent ist perfekt. Go black. Tada. Wie wär's aus Schwarz und Transparent? Sehr festlich. Wie wär's denn damit? Was denkt ihr? Ja, ich denke, das passt perfekt für einen schönen Abend zu zweit. Und sofort wird ein schwarzes Basic Outfit ein wundervolles Abendoutfit. Als nächstes würde ich euch gerne zeigen, wie ich unsere Masken aufsetze. Einmal eine Luna Vici, einmal meine Lieblingsmaske. Aber vorher musst du deine Augen schwarz machen. Denn so brauchst du genau zwei Dinge. Einen Pinsel und einen schwarzen Lidschatten. Ich persönlich mag es, wenn die Maske ein bisschen gepudert ist. Sie rutscht einfach besser. Ich habe natürlich etwas vergessen. Solltest du lange Haare haben, dann mach sie einfach zusammen. Let's do it. Ich persönlich setze die Maske an die Stirn. Hier. Viele machen das hier. Ich finde es hier am Kinn schwieriger. Versuch's doch mal an der Stirn. Perfekt. Schaut perfekt. Okay, Thema Perücke. Rot. Okay. Ein kleiner Tipp. Wenn ihr die Perücke zu weit reinzieht, sieht es schlimm aus. Wenn ihr sie zu mittig setzt, meistens auch. Ich setze meine Perücken leicht schräg auf, sodass immer der Scheitel auf einer Seite ist. Okay. Einmal kurz alles gerichtet. Fertig. Was fehlt jetzt noch? Ich denke, auch meine Hände können noch ein paar Ringe. Tada. Es kann auch ruhig ein bisschen mehr sein. Ja, genau. Und das war's schon. Fertig. Fertig für Dinner for Two. Okay, ich zeige euch einen neuen Look. Alles zurück, alles auf Anfang. Zweite Maske. Unsere Luna Vici. Stimmt. So,
ist ein bisschen schwierig, den drüber zu kriegen, aber wenn ihr den Rotinnen richtig ölt, ist das kaputt. Okay, auch hier setze ich den Hut an die Stirn an. Natürlich kannst du auch hier noch ein Halsband on top machen. Gut, dieser Hut hat jetzt hier einen Ring. Aber ich würde trotzdem gerne Rot drüber tragen. Yes. Und auch hier nicht glases Wasser vergessen. Alles wieder aus. Neuer Look. Die Luna Vici, das ist aus. Ich zeige euch jetzt mal die Maske mit schwarzem Haar. Den kann man nie außer Acht lassen. Auch hier setzt sich die Perücke leicht versetzt auf. Halsband. Ich entscheide mich für Transparent. Was denkst du? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Probiert einfach die Dinge aus. Und schaut, wie sie zueinander passen. Wir sehen uns.